Habt die Uhrzeit gesehen. Was wünscht man sich da? Ich wünsche euch keine gute Nacht, was wahrscheinlich die meisten von euch tun werden, sondern ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute eine Tour anstehen, knapp 130 Kilometer, keine Höhenmeter, aber wahrscheinlich einiges an Gegenwind. Wir werden durch Amsterdam kommen und werden an die Nordsee fahren, und zwar für Zandvoort. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin in der Gegend super gerne, war aber noch nie mit dem Fahrrad da. Wir werden viele Grachten auch sehen und wir werden ein traumhaftes Wetter haben. Dort vor Ort soll heute den ganzen Tag die Sonne scheinen, im Gegensatz hier zu meiner Heimatstadt. Von daher, ich freue mich mal wieder riesig auf die Tour. Schön, dass ihr dabei seid und gleich geht's los. So, einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Mal. Wir sind in Nieuw Vennep angekommen und zwar konkret auf dem Parkplatz der Vennepper Lodge. Sieht richtig schick aus, ist ein Restaurant, wohl ziemlich gutes. Und hier beginnt unsere Tour. Und ich werde jetzt mal in Ruhe das Fahrrad aufbauen. Wir haben es 5 Uhr morgens, ich bin viel zu früh, ist noch tierisch dunkel. Aber ich freue mich schon auf den Sonnenaufgang. Von daher, viel zu früh gibt es bei mir nicht. Ich werde jetzt langsam alles vorbereiten und dann geht's endlich los. Ich starte. Ja, mal gucken, was uns erwartet. Wir befinden uns auf einem Fernradweg. Ich bin mal wieder echt schwer begeistert, was die Niederländer hier für Fahrradwege haben. Breiter geht's nicht. Echt toll, richtig toll. Jetzt links. Allerdings verstehe ich nicht, warum das hier noch so weihnachtlich geschmückt ist. Wir haben quasi Ostern vor der Tür. Noch keine 4 Kilometer gefahren. Und das hier ist jetzt schon die fünfte Brücke. Mega. Das wird heute ein Spaß werden. Richtig cool. Eine Gracht nach der anderen, hoffe ich. Ah, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe richtig Bock auf diese Tour. Da sieht man, oh ja, schon lauter sprechen, dass wir hier ganz in der Nähe vom Amsterdamer Flughafen Schiphol sind. Und im Hintergrund so langsam, langsam die Sonne aufgeht. Also ich muss euch das mal kurz zeigen. Wir haben es immer noch kurz vor 6 erst. Ja, die stehen schon ein bisschen länger da, ne? Aber bestimmt nicht alle. Es ist zwar noch ziemlich ruhig, aber ja, ich denke mal, wir werden in Amsterdam noch deutlich krassere Beispiele von Fahrradparkplätzen sehen. Ich bin gespannt. Thank you.
got something, baby, that I can go without. Just like a poison in me, you're all that I'm about. Loving the highs, don't mind the lows. It's getting out of my control. I want that something, baby, 'cause I can go without. Mama used to tell me, love ain't right if it ain't easy, but I'm in too deep to walk away from you. Papa used to tell me, love should never drive you crazy, but I'll lose my mind if you don't get it soon. I'm addicted to your love, to your love, your love. I'm never gonna get enough. I'm a sucker for your love, for your love, your love. I'm never gonna get enough. You can end it, say it's over, but I'm never going sober. I'm addicted to your love, to your love. Only blue.
Die ersten 50 Kilometer liegen hinter mir. Wir haben es jetzt 8:45. Für die restlichen 80 gönne ich mir jetzt erstmal eine Pause. Wir befinden uns jetzt ein bisschen nördlich von Amsterdam City. Wir werden gleich mit einer Fähre ins Zentrum reinfahren und ja, genießen einfach jetzt nochmal die Sonnenstrahlen. Und ich gönne mir jetzt auch erstmal einen leckeren Riegel. She'll be able to win this one. But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking. And she'll be there. But she's wondering if it's gonna feel like she's forever. Wondering if it's gonna feel like she's whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Wondering if it is forever, or is there some place that will make her feel better? Make her feel better. So, ich bin immer noch in Amsterdam. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Aber so langsam muss ich ein bisschen Gas geben. Wir haben es jetzt 11 Uhr. Hab nicht groß getrödelt. Oh, die Zeit ist irgendwie wie im Flug vergangen. Einfach zu schön hier die Stadt. She's wondering if it's gonna feel like she's forever. Wondering if it's gonna feel like she's whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Ich habe inzwischen gut Kilometer zurückgelegt, der Weg zieht sich ewig. Wir haben es kurz nach 12. 85 Kilometer inzwischen liegen hinter mir. Bin wieder gut in der Zeit. Aber so langsam kommt der große Hunger, nicht nur der kleine Hunger, der große ist da. Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran denke, dass ich in Zandvoort hoffentlich irgendwie Kippe liegen bekomme. Das wäre richtig cool. Schauen wir gleich mal. Kurz erklärt, wo wir uns befinden. Wir sind hier so an Haarlem vorbei. Bin jetzt hier relativ oben im Norden von diesem Nationalpark. Südkennemerland und werden jetzt hier wahrscheinlich, das ist der Weg, bis nach Xandfort entlang fahren. Einen interessanten Anstieg und vielleicht das erste Mal seit der Corona-Pandemie sehe ich seit langem wieder mal das Meer, die Nordsee. Ich freue mich riesig. Gucken, ob da schon hinter diesem Hügel ist. Bei nächster Möglichkeit rechts. Nee, leider noch nicht.
Wir müssen uns noch gedulden. Talking to myself like someone's gonna respond. I'm getting tired of myself, cause I don't know what I want. But I'm not out here on my own.